Na Judy, also so wie es ausschaut, passt die Aufnahme. Ich behalte es jetzt mal so bei. Werde es mal alle Aufnahmen abchecken. Ne? Nicht, dass wir da hier wirklich ein paar korrupte Folgen haben. Das wäre nämlich ein bisschen sad. Also. Wo geht das denn lang? Hier geht das lang. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar... Okay, nee, habe ich doch keine Frage. Ich dachte, dass wir von hier aus vielleicht da hochkommen, wo ich vorhin gemeint habe. Aber sieht nicht so aus. Na gut, dann gehen wir weiter. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, der Kampf mit Barrett und Red war gar nicht mal so scheiße. Also vielleicht habe ich das ein bisschen unterschätzt, was die hier für Aktivitäten hier am Tag legen. Ah ja, da oben. Also ohne Scheiß. Ich lasse mich ja gern eines Besseren belehren. Und wenn die... Ah, Kiste. Und wenn die... Wofür ist denn das jetzt? Dass wir da aufmachen können? Schön, dass es da steht. Ja gut, wir gehen auf jeden Fall noch dahinter. Ich lasse mich echt gern eines Besseren belehren, weil ich habe ja Bock, dass die Charaktere ein bisschen abwechslungsreicher von ihren Fähigkeiten sind und Spaß machen. Und ja, wenn du halt immer irgendwie die gleichen spielst, da kann es halt irgendwann mal sein, dass man halt burnt out ist, ne? Das ist mir völlig bewusst. Das heißt, wenn jetzt mit denen hier, sag ich mal, doch mehr Spaß entsteht, dann freue ich mich. Ja? Also bin ich auf jeden Fall dafür. Gehen wir da nicht weiter? Ah ja. Na, die anderen haben wieder alles liegen lassen hier, ne? Immer muss man denen nachräumen. Sind die da hergekommen, oder was? Danach ist alles eingestürzt. Ja, lol. Okay. Es ist witzig, dass der Barrett uns nicht vertraut, dass wir alles mitgenommen haben, ne? Und einfach nochmal nachschaut. Haben wir hier irgendwas Schönes? Jetzt warte mal, wo geht's denn lang? Achtung, lass deine Gruppe nicht zurück. Achso, die warten da auf uns. Ah ja. Hey Leute! Hier, ich bin da, ich bin Barrett. Hey, was geht? Hey! What took you? Stumbled on the killer rock formation and couldn't tear ourselves away, right? The ground here could give way at any moment. We shouldn't linger. True, but don't forget, Shinra knows we're here now. Might be more of them outside. That doesn't make any difference to me. I ain't stopping, not for them or anyone. Not after Midgar. Not after what we saw. At stake here, the fate of the world. So if they get in our way, that's on them. Right. Let's get back to tailing the guys in robes. They're our best chance of finding Sephiroth. Okay. Also mal wieder der Cloudy Cloud. Aber... Jetzt warte mal. Wo geht's denn da dann hin? Nirgends. Ach, hör auf. Okay. Einfach. Ach doch, hier. Da ist nichts. Hey. Ah, 10 Punkte. Waffenstufe 3, das machen wir doch auch gleich. Feurige Verkettung. Führt einen feuerelementarischen Angriff aus, der keine Mana-Punkte verbraucht. Das ist krass. Das ist sogar richtig krass. Okay. Was haben wir denn noch? Den haben wir schon.
Waffenfertigkeiten, das würde ich mal sagen, tun wir mal nach oben ballern. Dann haben wir 5 Punkte und ich glaube, die heben wir uns auf. Jetzt warte mal. Erhält den Schaden von Schwertwirbel. Der Wertschwirbel, den machen wir auch. Das passt. Dann schauen wir mal bei der Tiefe. Ausweichmanöver. Ich bin nicht so der Fan vom Ausweichen. Eisimpuls. Was haben wir denn hier? Das ist aber auch nice eigentlich, ne? Komm, das machen wir. YOLO. Jawohl, dann schauen wir bei der Aerith. Jawohl, Waffenstufe 3. Da gehen wir auch gleich hin. Ach, können wir nicht. Müssen wir erst das hier machen. Ja gut, dann machen wir das so. Dann haben wir da nämlich auch Stufe 3 schon mal fertig. Das passt. Stufe 3, dritte Leiste hier. So, jetzt schauen wir bei den Boys. Barrett und Tifa stürzen sich gemeinsam auf den Gegner. Was ist das? Sturmangriffe gleichzeitig blocken. Okay. Ich glaube, das machen wir, weil das hört sich eigentlich ziemlich cool an. Jawohl. Dann schauen wir noch beim Red. Was haben wir beim Ready Red? Erhöht den Angriffskraft. Ach, die Angriffskraft. Den Angriffskraft. Wir könnten aber auch das hier machen. Ja, das machen wir. Perfekt. Okay. Dann haben wir das. Dann können wir uns noch hinsetzen, weil dann ist da auch alles voll bei allen. Ich weiß zwar nicht, ob das eh schon der Fall war, aber YOLO. YOLO! So, und jetzt müssen wir doch mal schauen. Kommen wir jetzt nämlich hier... Ah, okay, da geht's nicht weiter. Aber hier liegt wieder was. Das nehmen wir mit. Sind wir da etwa hergekommen? Aber die Frage ist, warum sind die anderen dann da unten gewesen, wenn wir von hier eigentlich gekommen sind? Nicht gerade nicht so ganz schlüssig, warum. Aber gut, ich bin einfach nur froh, dass wir aus der Höhle jetzt gleich raus sind. Ich hoffe, wir sind auch wirklich gleich raus. Ich mag so Höhlen einfach nicht. So kurz im Level, okay, ja, ist cool. Aber ich glaube, ich habe einfach zu viel Zeit in Höhlen im WoW verbracht und weiß ich nicht. Wo ich aber im Real Life sagen muss, finde ich das mega interesting, ne? Oh, nice. Got it. Come on. Free. Help a girl out. Anytime. Not bad. Together? Can you take over for your dad? Okay, der Klau kann einfach krass. Ich find's krass, dass der Cloud einfach keine Konterfähigkeit hat. Oh, Oga B. Alter! Limit kann man machen. Das machen wir doch. Oh. Tifa, es ist alles gut. Komm wieder runter. Komm wieder runter. Sie sind tot. Jetzt komm wieder runter. Aber eigentlich nochmal zurückgehen und unser Leben auffüllen, ne? Na, scheiß drauf. Jetzt kein Bock nochmal zurückzulaufen. Aber eigentlich wäre es sinnvoll. Aber wenn es gutes Game Design ist, dann gibt es am Ende der Höhle auch noch eins. Also ne Bank, ein Bänkchen. Ein Bänkchen. Komm her, du scheiß Crawler. Keep it together.
Bam. And you're done. Hey, wir haben einen Wissenstitan bekommen. Was auch immer das ist. Und Salbei. Jawohl. Ja, wir sind draußen. Wuhu. Finally. 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 Hey, check it out. Make mine back. Nein, bitte nicht. Just them? Please don't make it back. Guess so. Oh my god. He ain't coming back. Oh my god, wie schrecklich. He ain't coming back. Der kommt nicht mehr zurück. Das hat keiner verdient. Ah! That city they're headed to. Is that Junon? Shinra Territory. Ah! Jetzt sind wir bei der Demo, Leute. Das ist Demo-Territory. Okay. There's a story about a great condor said to roost on an island's abandoned reactor, though there's no longer any way to. Ah, wir müssen jetzt einen neuen Chocobo. Und deswegen waren die braun oder so. Grau, braun, schwarz. Ah, okay. Haben sich ihre Heimatregion angepasst und mit einzigartigen Fähigkeiten entwickelt. Mit ihrer Hilfe bist du in der Lage, die einzelnen Regionen bis zum letzten Zentimeter zu erkunden. Ja, gut. Aber dann haben sie ja doch richtig mitgedacht, dass man die Chocobos nicht widerrufen kann. Okay, dann nehme ich meinen Kommentar von vor 1, 2, 3 Folgen zurück. Cool. Let's focus on where we can go. Cool! Alter, wie nice! Ich schlag sie auf! Ach, das ist ja nice. Okay, also langsam werde ich mit dem Franchise richtig warm, ne? Krass. Hey! Warte mal, Kleiner. Ich komm gleich. Ja, wer ist ein braver Chocobo? Wer ist ein braver Chocoboy? So süß. Ja, wer ist eine brave Zwiebel? Wer hat eine Zwiebel im Arsch? So ein Süßling, ne? Cute. Okay, naja gut, dann glaube ich, setzen wir uns mal jetzt kurz hin. Jawohl, wir haben ja echt viele Kissen. Da können wir uns das schon mal gönnen. Sieht aus wie ein Coldplay-Konzert, das rechte. Das rechte Poster. So. Wie fangen wir jetzt hier einen Chocoboy? Das ist die Frage. Das ist jetzt aber echt die Frage. Warte mal, da kommen wir gar nicht. So. Ah, danke, Ladies. Okay, dann laufen wir mal dahinter, weil da war doch ein Bossfight, oder? Jetzt schauen wir mal, ob der hier auch ist oder ob der nur in der Demo war. Dann kämpfen wir da auf jeden Fall mal kurz.
Also wir müssen auf jeden Fall da hinten den Turm noch entdecken, bevor wir weitergehen. Das machen wir jetzt straight noch. Okay. Let me see. Haben wir noch irgendwas? Go on, whistle. Jawohl, let's do this fast. Ich gehe mal davon aus, dass der Feuer gegen die sehr wirkvoll ist. Jawohl, geschockt den Wichser. Oder Eis, könnte auch gut sein. Alter, sick. Das sah echt cool aus. Holy shit. Aerith, Alter. Aerith, der alte Süßling. Ist das der Boss? Okay. Machen wir Feuer. Oh, ein Blitz auf das Vögelchen. Noch mal Feuer drauf. Oh, nice. Machen wir noch einen Blitz drauf. Da machen wir bam 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 noch mal Feuer drauf. Aber den könnte man schaffen. Er ist so cool, wie die auf dem Cloud raufspringen, ne, und dann hochgeht. Finde ich richtig cool. Hey, Mogri Trio, let's go, Mogris. Let's go. Okay, Esper-Fähigkeit, nee, das machen wir jetzt nicht. Magie. Ah, das geht jetzt. Cool. Blütensturm. Ah, das machen wir, komm. Ah, scheiße, Tifa ist gleich tot. Na, wir müssen uns heilen, es hilft nichts. Alles geil, dass wir dann hier oben hin können. Das ist richtig cool. Limit, let's go. Alter, wir schaffen es innerhalb der Zeit. Komm, komm, wir schaffen es. Jawohl. Was? Wir haben ihn nicht schockanfällig gemacht. Krass. Krass. Okay. Naja. Aber wir haben ihn. Egal. Gehen wir mal zum Turm. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal auf die Dinge raufsetzen, ne? Wir sind gleich im Arsch. Oh shit.
Super, danke für den Zaun hier, der ist wichtig. Ach, scheiße. Ah, geil, die greifen uns ja nicht an. Ja, das ist gut. Das ist wichtig. Ach so, hier. LOL. Okay, na, aktivieren wir mal hier. Woo. Nice. Er hat uns einfach nichts gezeigt. Super. I've confirmed proto-relic energy signals in your vicinity. Would you mind investigating? Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Und dann können wir ja eigentlich... Barrett, da hast du jetzt nicht hochgehen müssen. Dann können wir ja... Jetzt warte mal. Wo sind die Haltestelle? Hier, da können wir eigentlich eine Schnellreise hinmachen, oder? Oder gehen wir zu dem Schiffswrack? Wo ist denn das? Da oben. Okay, da gehen wir jetzt nicht hin. Ich glaube, ich mache eine Schnellreise hier hin. Wie jetzt? Ach, wir können erst, wenn wir einen Chocobo gefangen haben? Oh Mann. Okay. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, scheiße. Ja, dann glaube ich, gehen wir doch da hoch kurz. So, ich setze meine Angriffsregel jetzt außer Kraft, weil wir sonst, glaube ich, im Arsch sind, wenn ich das jetzt mache. Heilen einmal die Tiefer. Dann heilen wir uns selber. Dann heilen wir nochmal. Ah, okay. Ah, wobei. Haben wir die Aerith und dann heilen wir nochmal die Tiefe. Tiefe! Nice. Die kaputt machen? Nee. Ich hab gedacht, wir können die ultra krass hier vernichten und dann Explosion und so, aber nee. Jetzt ist die Frage: Da hoch? Oder so hoch? Ups. Jetzt warte mal, ich laufe mal so ein bisschen außen, um zu sehen, ob man da hochkommt. Aber ich glaube fast nicht. Ich glaube fast, dass wir jetzt so hochgehen, weil da sieht es mir am ehesten so aus. Wir laufen jetzt einfach mal links rum, scheiß drauf. Kann ja immer noch andersrum laufen, aber ich glaube, links rum ist erstmal der Way to go. Alter, war die Grafik gerade verwischt hier, ne? Hab ich mir das eingebildet? Ne, habe ich mir nicht eingebildet. Ja, was liegt denn hier? Ein Schatzversteck, ja, da schau an. Yay. Ja, das ist doch eine super Sache hier. Nice. Okay, war das jetzt schon alles? Ja, das war alles, okay. Sick. Aber krass, dass wir die Schnellreise echt erst mit dem Schokoboy machen können. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem bisher sehen wir ja noch gar... Oder was? Ne. Bisher sehen wir ja noch gar nicht irgendwie, wo ein Schokoboy in der Nähe sein könnte.
Ich glaube, wenn wir jetzt hier hochgehen, sind wir am ersten da, ne? Oh. Ja. I see you made it safe and sound. According to the energy readings, the proto-relic should be nearby. Okay. Ich sehe wieder nix. Wieder auf dem anderen Bildschirm schauen. Ah, und da müssen wir hin. So Cloud ist mal wieder sich zu schade, dass er da drüber springt. Das ist something, ja. Something indeed. That's it. Now, ah, cool. All that remains is to... That's odd. So many energy spikes. What could be the cause? This merits investigation. One moment. Fort Condor, huh? Takes me back. Used to study basic tactics with it. Game's pretty fun, actually. Wedge was into it, and he and I'd play sometimes. Detecting gravity increasing! Wait, Tifa, don't! What? Reinforcements are here. We're saved. Na, neues Minigame, oder? Wie cool! What in the hell is going on here? And why do we look like this? Und Barrett ist jetzt weiß. Forces are poised to strike our position. Help us. You're our only hope. We are? Sind wir einfach in VR? Ha? Nicht VR, sondern VR, Tifa. What did I just say? There's no time. The enemy's already upon us. We'll explain on the way. Just come. Okay. Die Welt von Fort Condor. Die wundersame Kraft der Protosubstanz hat dich in die Welt von Fort Condor gesaugt. Um die Protosubstanz für dich zu beanspruchen, musst du die Condor-Streitkräfte zu einem Sieg gegen Shinras Truppen führen und dafür bedarf es einer sorgsamen Vorbereitung. Okay. Okay. Aber wisst ihr, was es noch bedarf? Einer neuen Folge. Und damit rollen wir das wunderschöne Outro und die geilste Melodie, die ich jemals als Outro hatte.